Lieben, ich habe heute wieder ein neues Video für euch. Sarina wird natürlich auch noch zu sehen sein. Jetzt bin erstmal nur ich hier, weil ich euch was zu erzählen habe. Woo! Endlich! Dieses Video drehe ich schon seit vielen Monaten, denn alles begann an einem Tag im Sommer. Mittlerweile haben wir Winter, ja, ich weiß. Als ich mir dachte, ich brauche einen Pool. Ich brauche sofort jetzt einen Pool, ich sterbe. Und dann, habe ich realisiert, dass mein Garten zu klein ist für einen Pool. Also ich könnte so einen Baby-Pool aufstellen, aber das brauche ich nicht. Das hatte ich schon mal. Nicht so cool, wie man sich's vorstellt. Deswegen bin ich losgezogen, mit Sarina als Unterstützung natürlich, und habe mich beraten lassen für Whirlpools. Ich wollte da eigentlich hingehen und erstmal nur gucken. Der hat mir auch schon angeboten, ob ich ein Bikini dabei habe, ob ich schon mal Probe schwimmen will. Ich hatte kein Bikini dabei. Vielleicht hätte ich es gemacht. Naja, und dann habe ich mich sozusagen verliebt und habe dort direkt am Termin einen Whirlpool gekauft. Damals hatte ich sogar noch blaue Haare. Das zeigt vielleicht, wie lange es her ist. Ich war gerade Whirlpools angucken. Oh ja, ich will mir einen Whirlpool holen. Ich habe um eure Vorschläge gebeten, was ich alles in meinem Garten machen kann. Und viele haben geschrieben, mach einen Pool, mach einen Whirlpool, mach eine Wasserrutsche. Eine Wasserrutsche ist natürlich mein Traum. Ich glaube, ich habe zu wenig Platz für eine Wasserrutsche. Deswegen wird es fürs Erste ein Whirlpool. Ich bin darin Probe gesessen, ohne Wasser jetzt. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Habe ich dann bald einen Whirlpool. Das hier ist keine Kooperation, aber ich weiß jetzt schon, dass mich sehr, sehr viele fragen werden, wo ich mein Whirlpool her habe. Und zwar habe ich es von Beta Wellness. Das ist in Graz. Und die haben echt eine große Auswahl und eine super Beratung. Ich habe mich das gut aufgehoben gefühlt. Ich habe das Whirlpool natürlich selbst bezahlt, aber ich wollte es euch trotzdem als Tipp mitgeben. Naja, und dann hieß es erstmal warten. Das Whirlpool stand da nicht schon rum und ich durfte es gleich mitnehmen. Leider. Wegen Corona hat es ziemlich lange gedauert. Als Vorbereitung habe ich erstmal eine riesen Bestellung Bikini und Badeanzüge aufgegeben. Dachte, ich habe jetzt einen Pool. Das ist doch ein guter Grund, um Bikinis zu shoppen. Meine Bikinis sind angekommen. Es sind nur Badeanzüge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Und ihr müsst auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, welchen ihr am besten findet. Okay, die Nummer 1 ist schon sehr verrückt. Das ist ein Badeanzug aus Sand. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die Farbe finde ich auf jeden Fall schon mega cool. Der nächste hat einen besonderen Schnitt. Wartet mal. Wo ist denn hier vorne? Das ist so eine Mischung aus Bikini und Badeanzug. Hier oben ist so der Bikini. Und hier unten ist so die Hose, aber es ist zusammen. Von hinten ist es auf jeden Fall so geschlossen wie ein Badeanzug. Die Nummer 3 ist der gleiche Schnitt, aber mit Sonnenblumen. Bikini-Badeanzug-Mischungsding. Hat das eigentlich einen Namen? Liebe Sonnenblumen, und den finde ich ziemlich cool. Achtung, jetzt bekommt ihr bestimmt gleich einen Schock. Ich habe einen Schock bekommen, weil im Internet hat das so nicht ausgesehen. Bäm! Das ist ja mal sowas von Neon. Ich erblinde daran. So einen tieferen Rückenausschnitt. Das sah aus wie rosa. Es sah wirklich aus wie ein sanftes Rosa. Und dann das. Ich weiß ja noch nicht so recht. Den finde ich ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Von der Ferne sieht es wahrscheinlich so aus, wenn man nackt. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Der nächste ist auch ziemlich grell. Der sieht so aus. Der hat hier vorne nochmal Rüschen. Aber die Farbe ist nicht so ganz meins. Irgendwie ist das so ein bisschen Krankenhaus. OP-Kittel könnte man meinen. Die Rüschen finde ich eigentlich ganz cool. Blau wie das Wasser. Und wieder so ein Bikini-Badeanzugs-Mischung-Ding. Schreibt auf jeden Fall die Nummer in die Kommentare, wofür ihr seid. Welchen Badeanzug ihr am besten fandet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7. Und ja, ich bin gespannt. Dann kam der Anruf. Der heiß ersehnte Anruf. Ihr Whirlpool kann nächste Woche geliefert werden. Und ich habe erstmal eine Party gefeiert. Und irgendwie ist es doch eh viel cooler, wenn es im Winter ankommt. Weil, hallo, wenn Schnee liegt, im Whirlpool liegen, gibt es was Besseres? Übrigens, Leute, ich glaube, es war ein Zeichen. Es hat einfach an dem Morgen, als das Whirlpool kam, begonnen zu schneien. Also es war echt einfach alles perfekt. Das Whirlpool kam. Ich habe sogar fleißig mitgeholfen, es abzuladen. Oh ja. Dieses Whirlpool wiegt, glaube ich, 400 Kilo. Mein Bruder hat auch geholfen, meine Mama hat auch geholfen. Und wir haben das gewuppt. Und dann ging der Spaß erst richtig los. Dann wurde das Whirlpool eingelassen. 20 Minuten später. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Mir ist ziemlich kalt. Ich bin kurz nach drinnen gegangen. Ich gucke einfach von drinnen zu, wie das hier voll läuft. Es schneit total krass. Wie cool sieht das denn aus? Ich glaube, ich brauche hier mein Bett mit diesem Ausblick auf mein Whirlpool. Seht ihr den Strich hier? Bis zu diesem Strich hier. Bis hierhin muss ich füllen und ja, ich warte so lange drinnen. Draußen ist es sehr, sehr kalt.
und ich habe noch so eine Erklärung bekommen, wie ich es pflege und kümmere und mache. Das ist eigentlich alles ganz easy, ich muss gar nicht so viel machen. Am Anfang muss ich ein paar Mal mit so einem Teststreifen messen, wie der pH-Wert von meinem Wasser ist. Das macht ziemlich Spaß, da fühle ich mich wie so eine Chemikerin. 1, 2, 3. Chlor ist im unteren Bereich. Alkinity ist ein bisschen drüber. Und der pH ist auch gerade noch bei okay. Ich würde sagen, das passt so. Wir können reingehen. Ich hatte eine komplette Einweisung. Ich wusste, wofür jeder einzelne Knopf ist. Bist du bereit? Sesam, öffne dich! Das Wasser sieht ja mal mega blau aus. Hier setzt man das Ding in Gang. Power. Cool. Aber ich konnte noch nicht rein. Das Wasser hatte gerade mal 8 Grad, als wir es halt aus dem Gartenschlauch ins Whirlpool gefüllt haben. Musste ich erstmal ein paar Stunden warten, bis es warm wird. Und am nächsten Morgen konnte ich endlich Probe baden. Als Vorbereitung machen wir jetzt heiße Schokolade. Wir brauchen ja Drinks im Whirlpool. Mein Bikini habe ich übrigens schon an und ich habe einen Kuschelbademantel mit Hasenohren. Ganz wichtige Frage, wie viele Löffel Kakao nehmt ihr eigentlich immer für eine Tasse? Ich schwanke ja immer zwischen 2 und 3 Löffel. 2 Löffel ist ein bisschen zu wenig süß und 3 Löffel ist zu süß. Ich mache heute mal 2,5. Whirlpool, 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 Whirlpool. Woo, 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 woo. Hallo, hallo. Ich konnte das erste Mal in meinen Whirlpool. Ich habe leider noch keine Treppe. Das heißt, ich muss irgendwie reinklettern. Das ist richtig warm. Ist schon heiß, Leute. Oh mein Gott. Das ist so warm. Ich komme hier nie wieder raus. Wow. Und ich liebe es einfach. Vor allem, wenn es kalt draußen ist, finde ich es mega, mega schön. Wenn das Whirlpool so dampft und es ist einfach echt warm da drin. Es hat 37 Grad. Ich glaub's nicht. Ich bin zum ersten Mal in meinem Whirlpool. Ich könnte, glaube ich, für immer da drin sitzen und dann würde sich meine Haut, glaube ich, komplett auflösen und ich wäre trotzdem glücklich. Ich habe auch schon meinen Lieblingsplatz gefunden. Es gibt so verschiedene Plätze und sogar eine Liege. Um den wird sich vermutlich sowieso immer gestritten, weil jeder will den Liegeplatz. Ich teste zuerst mal die Liege. Es gibt eine Liege und 1, 2, 3, 4 Sitzplätze. Und hier ist die Liege. Super bequem. Tippen. Ja, das. Ich sterbe, das ist so cool. Und mein persönliches Highlight ist ja sowieso der Springbrunnen. Gibt einen kleinen Springbrunnen, der ist süß. Ich zeige euch noch was Cooles. Warte mal. Stopp hier. Achtung. Tada! Ein Springbrunnen ist ja nicht cool. Es gibt ganz, ganz viele Lichteinstellungen. Es gibt Partylicht, das blinkt und wechselt die Farben. Und es gibt aber auch ganz klassisch weißes Licht, blaues Licht, rotes Licht, grünes Licht. Hier kommt der Kakao. Oh nein, das ist der beste Tag in meinem Leben. Huh. Kommst du jetzt auch endlich rein oder was? Das ist so warm. Dass hier oben auch warm bleibt, habe ich eine Mütze auf. Macht man doch so, oder? Du denkst an alles. Oh nein, du hast dein Marshmallow hier reingeworfen. Trink, schwimmbare Trink. Behälter. Oh ja, ich hole die. Eine Sekunde. Na, ich bleibe auf jeden Fall hier drin. Draußen ist viel zu kalt. Das ist so gut. Ab heute ist Vicky nochmal meine lieblingsbeste Freundin. Sie hat jetzt einen Whirlpool. Hallo? Das hier habe ich gekauft. Sogar mit Pumpe. Die nehme ich mir. Ein Fußball, eine Palme, ein Schwan. Gibt es einen Schneemann? Nee, das ist ein Krebs. Eine Kiwi, eine Meerjungfrau. Ich glaube, das ist eine Ente. Eine Ananas. Was ist denn das? Eine Melone. Flamingo. Apfel, schätze ich mal. Donut. Das ist, glaube ich, der Kaktus. Ein Kussmund. Noch ein Donut. Ein Regenbogen und eine Wassermelone. Kommt mal alle wieder zurück. Seid ihr ewig, bis wir die alle aufgepustet haben. Mach jetzt hier den Test. Könnte gefährlich werden. Passt nicht rein. Nein! Oh nein! Nicht geeignet. Ich lass los, okay? Mach das nicht, mach das nicht. Ich töte dich. Du darfst hier nie wieder rein, wenn du hier einen Kakao ausschüttest. Der Whirlpool ist verloren. Mach das nicht. Du kriegst gleich Whirlpool-Verbot. Ich sag dir, ich bin da ganz kritisch. Das hier ist übrigens die Meerjungfrau. Könntest du bitte damit aufhören? Es funktioniert einfach nicht. Man darf hier drin nur Wasser trinken. Das ist die neue Regel. Ich möchte das Wasser hier nämlich nicht wechseln. Das Sprudeln anmachen und hier unseren Kakao genießen? Achtung, Boden und Musik, los! Wow, wir sind fertig! Wer ist dein Favorit? Crab to the Crab! So echt ein bisschen mickrig aufgeplant. Da war ich schon müde. Ich mach Wellen! Ich bin ein Wal! Hallo, die verschwindet schon wieder im Abzug. Ich habe einen Trick. Ich kann einen künstlichen Furz erzeugen. Hiermit geht mit jedem beliebigen. Achtung! Das war's auch schon. Auf der Kamera kommt es nicht so witzig rüber.
Dies ist ein privates Erinnerungsvideo. Ich fühle mich wie eine lebende Luftmatratze. Und wie von Anfang an vermutet, das Allerschönste ist es einfach, wenn draußen Schnee liegt und man in dem warmen Whirlpool sitzen kann. Wow, ich liebe es. Sarina ist auch ziemlich begeistert. Ich habe sie jetzt als Dauergast für immer und werde sie noch weniger los, als ich sie vorhin schon losgeworden bin. Nur Spaß. Ich will das Ganze auf jeden Fall noch schön dekorieren. Ich will mir vielleicht noch so eine Treppe kaufen. Ich habe noch keine Treppe. Zurzeit muss ich akrobatisch da reinklettern. Folgt mir auf Instagram. Mich ruft jemand an. Hallo? Ja, genau. Danke. Tschüss. IKEA. Ich habe Möbel bestellt. Die kommen jetzt in 10 Minuten. Dann sage ich noch Tschüss. Okay, sagst du mit Tschüss? Wer kommt mich besuchen zu einer Poolparty? Irgendwann ist Corona ja wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.